steigt die Spannung. Wir haben das wirklich vorher nie so wahrgenommen, als zwei schwule Männer, die aus Dorf ziehen. In der aktuellen Situation fühlen wir uns sehr alleingelassen, weil wir keinerlei Informationen kriegen, wann es weitergeht. Ist offizieller Baustopp. Es fühlt sich irgendwie unwirklich an, als ob man auf der Durchreise wäre. So obdachlos zwischen nicht mehr und noch nicht. Heute wohnen wir hier auf 27 Quadratmetern in einem ehemaligen Kinderzimmer. Also allgemein freuen wir uns gar nicht mehr aufs Haus gerade. Das ist echt so weit runter. Ich würde mir wünschen, dass wir da eine Strukturtapete nehmen, in 3D-Optik vielleicht, dass wir so einen kleinen Farbtupfer im Zimmer haben. Würde ich gut finden. Als Akzent, ja. Wie wir es auch in Neukölln hatten. Ich bin Mario. Und ich bin Stefan. Ende des Jahres 2019 haben wir uns entschlossen, ein Haus zu bauen in Brandenburg und sind hier in Orion fündig geworden im letzten Jahr. Also die Bauarbeiten bei uns haben im April 2022 begonnen und der Einzugstermin ist geplant im September 2022. Ja, das meine ich hier, diese Strohhalme, die aus dem Boden gucken, aus der Mitte des Bodens. Die ersten Verzögerungen, die es gab, schon bevor der Bau begonnen hat, war natürlich mit der Baugenehmigung, die ja auch Corona-bedingt sich immer weiter nach hinten verschoben haben. Dann gab es den ersten großen Verzug im Dachstuhl. Bei dem nächsten Bauverzug gab es Probleme mit der Planung der Fensterbestellung. Und die nächste Verzögerung war im Trockenbau. Der konnte nicht zeitnah starten, weil der Trockenbau Urlaub hatte. Sodass wir jetzt leider immer noch auf unserer Baustelle sitzen und noch nicht im fertigen Wohnzimmer. Hallo, Herr Ludwig. Hi. Ein wunderschönen. Der Estrich ist ja jetzt circa 2 Wochen drin. Jetzt ist für uns die Frage, wie wir jetzt weiter lüften müssen und vor allen Dingen, wann eine Aufheizphase denn auch beginnen kann. Ja, wir brauchen natürlich vorher noch den Gastermin. Na, dafür brauchen wir Gas. Den Gaseinbau haben wir in der nächsten Woche am 29. Ja, dann kommt dann der Versorger. Baut den Gaszähler mit allem drum und dran ein. Und ja, dann geht es fleißig los mit der Estrich-Trocknung. Das geht über mehrere Wochen, über 23 Tage. Und ganz wichtig, dass dort in dem Fall auch Fenster zweimal am Tag wirklich für, ja, sagen wir, 20 Minuten auf jeden Fall aufgemacht werden. Sind 30 Mal Luft. Was jetzt bei dem Gespräch hervorgestochen hat, ist, dass halt jetzt erstmal die Trocknungsphase Priorität hat, dass das Haus trocken wird, dass wir die Feuchtigkeit rauskriegen. Ne? Richtig, und davon ist alles abhängig, wann jetzt die weiteren Baumaßnahmen beginnen können. Ob ein Einzug vor Weihnachten realistisch ist, also ich habe mir geschworen, egal was hier im Haus ist, ich stelle hier einen Weihnachtsbaum auf und ich werde hier Heiligabend oder wie auch immer kurz vor Weihnachten zumindest eine Nacht mal verbringen. Unser Leben ist gerade schon ziemlich improvisiert, weil wir ziemlich viel aus Kisten leben. Ich würde mal schätzen, 95% unseres Lebens ist in Kisten verpackt. Wir stehen jetzt an unserer Garage und hier ist unser Hab und Gut aus Neukölln drin. Also gefühlt unser halbes Leben steht hier in der Garage. Ah. Der Plan war ja, dass wir in unserem Haus jetzt September Oktober einziehen können. Das war der geplante Einzugstermin noch vor einem halben Jahr. Das ist ja alles mittlerweile nach hinten hinaus verzögert, dass wir auch noch jetzt in den Herbstmonaten, Wintermonaten vielleicht noch hier bleiben werden und dann dementsprechend die Kleidung brauchen, die wir eigentlich eingelagert hatten. Oh, da wohnt auch wer drin. Tatsächlich? Ja. Wie soll das noch wohnen? Hat 8 Beine. Tada! Also als ob wir es geahnt hätten tatsächlich, haben wir die Winterkleidung schon nach vorne gepackt, ne? Was war das? Eine Weihnachtskiste. Das fühlt sich irgendwie unwirklich an, als ob man auf der Durchreise wäre. Ja, das ist quasi unser Leben. Also ich fühle mich jetzt nicht obdachlos oder sowas, aber so zwischen nicht mehr und noch nicht, wenn man irgendwie so das bezeichnen darf. So viel zum Thema, wir mögen es traditionell, ja? Traditionell, ne? Traditionell kitschig. Ja. Wir sind richtige Weihnachtsfans, also wir stellen uns das auch am Haus dann später mal so vor wie in Amerika. Ne? Also auch von außen schön beleuchtet, Dekofiguren überall.
natürlich auch traditionell Schwibbögen, Weihnachtspyramiden. Also nicht nur bunt und schrill, sondern auch doch traditionell und besinnlich. Wir wohnen aktuell bei Stefans Mutter. Die hat ein Haus in Neuruppin. Wir befinden uns gerade in meinem ehemaligen Kinderzimmer und heute wohnen wir hier auf 27 Quadratmetern, unser ganzes Leben zusammengepfercht. Unser Aufenthalt war geplant eigentlich für 20 bis 24 Wochen. Der Aufenthalt dauert jetzt voraussichtlich einiges mehr, als wir eigentlich geplant hatten. Im Moment ist die Situation belastend, sich einfach als Gast zu fühlen. Also wir können hier nicht jetzt gedanklich richtig einziehen, weil es ist nicht unser Zuhause. Kannst du schon mal hinsetzen? Stefan ist ja auch mit 19 von zu Hause weg. Aber sein Zimmer stand bis dahin leer. Er konnte gleich wieder einziehen. Ist überhaupt kein Problem. Wir trinken aber schon viel Kaffee. Ich finde auch, dass wir viel Kaffee trinken. Ihr beide, ja. Ich nicht. Also wir schaffen ja morgens eine Kanne. Zu zweit, ja. Dass das Nieder da drin ist, ja. Mahlzeit! Bei der Überlegung, aufs Land zu ziehen, haben wir auch im Vorfeld überlegt, wo denn unsere Arbeitsstelle sein wird. Bleiben wir dort, wo wir jetzt sind, in Berlin, weiterhin tätig, oder suchen wir was Neues? Also wir sind ja Altenpfleger beide und da gibt es ja eine Jobgarantie. Hallo Dunja, der Stefan hier. Würdest du bitte Jessie zur Dienstplanabsprache schicken? Allerdings sieht die Arbeitssituation in Brandenburg für Altenpfleger finanziell anders aus. Nach kurzer Überlegung war es keine Option. Also Simone und Tiki und als zweites dann Nada. In Charlottenburg ist Britta. Okay, aber ansonsten ist durchgängig besetzt. Ja. So. Hallo Frau Rüther. Ja, hallo. Ich selbst habe mal in Brandenburg gelebt, 3 Jahre. Mit Wald und Feldern und 2 Dackel. Ich wollte immer raus aus Berlin. Ich wollte nie in Berlin bleiben. Berlin ist laut, ist dreckig. Machst du Übergabe, Anja? Frau Hebenstreit, da sind wir. Ich habe unsere Azubine mitgebracht. Dann dürfen Sie einmal Platz nehmen. So. Mal vielleicht hier drunter, direkt unter die Unterlage. Das ist ein bisschen bequemer ist für den Fuß, ne? Ja, es gibt auch, wie gesagt, stressige Situationen, wenn viele Sachen auf einmal kommen, Arztvisiten, auch Notfälle. Das war's erstmal. Machen wir morgen wieder den Verband, ne? Bis später. Wir sind jetzt definitiv auf Auto angewiesen. Die Regio fährt jede Stunde und es ist nicht immer gegeben, dass sie wirklich konsequent fährt. Auch wenn die S-Bahn mal eine Verzögerung hat, dann erreicht man den Anschlusszug nicht und wartet dann 2 Stunden, gerade bei so hohen Temperaturen. Also davon ist Auto jetzt wirklich A und O, worauf wir jeden Tag zurückgreifen müssen. Ach ja, der Berliner Stadtverkehr. Ich hatte auch schon sehr, sehr viel Respekt gerade vor diesem Weg. Es war mit, wo ich überlegt habe, diese Stunde immer zu fahren, jeden Tag, also 2 Stunden unterwegs zu sein. Also aktuell gibt es bei uns keine Work-Life-Balance. Tatsächlich nicht, weil wir gehen morgens um 5 aus dem Haus und kommen teilweise erst abends 18, 18.30 nach Hause, kochen dann zusammen, essen und gehen ins Bett. Wir fahren heute noch zu unserem Haus, vorher noch in die Gärtnerei. Wir suchen uns da einige Sträucher aus, die wir mit Mutter vorher absprechen, was da hinpasst. Und dann freuen wir uns natürlich, unsere ersten Pflanzen einzupflanzen. Wir hatten ja schon mehrere Pläne und Ideen, ne? Wie wir uns das so vorstellen könnten. Ich habe zwar selber mal Landwirtschaft studiert und habe aber auch 9 Jahre mit dem einen Garten- und Landschaftsbauunternehmen gearbeitet. Und da war ich für die Bepflanzung zuständig. Und deswegen weiß ich auch ziemlich gut, wie die sich entwickeln und ob man die Pflanzen empfehlen kann oder doch lieber sagt, nein,
Vor allem nur Rasen, meinte er, ist sehr wasserintensiv, ne? Soll sehr wasserintensiv sein, genau. Ich würde das Grundstück offen lassen und würde hier hinten meine Wildblumenwiese machen. So, da würde ich euch empfehlen, den Ilex Aquifolium. Schreibt mal bitte auf Ilex. Und schreibt mal auf Weigelia variegata. Gleich hier durch? Gehen wir gleich hier durch, ja. Ich denke mal, da ist eher die kleineren Sachen. Wir fragen gleich den Fachmann. Hi, wir haben hier mal eine Liste gemacht von Pflanzen. Dann fangen wir mit der Weigelia an. Was haben wir hier? Weigelia. Ist eine Buntlaube davon? Ja. Mhm. Zum Beispiel gelb-grün. Die Nachbarn sind schon sehr gespannt, wie wir unseren Garten gestalten. Weil es hat sich ja jetzt schon in den letzten Wochen ziemlich viel getan. Ob wir einen grünen Daumen haben oder nicht, denke ich mal, wird noch mal weiter beäugt werden und dann auch zeigen. Ich freue mich jetzt darauf, das alles in die Erde zu bringen und dann, dass es hoffentlich auch gut anwächst. Dreimal. Ja genau, dreimal Pflanzerde. Ja. Danke. Schönen Tag euch. Vielen Dank nochmal. So, halte ich mal gleich hier an, ne? Ja. Müssen sowieso die Abstände noch mal gucken. Und circa 1,50. Achtung. So, ist ja nur in etwa. Dann kannst du da schon mal einlochen. Die ollen Wurzeln hier. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen. Nicht zu viel, nur eine halbe Handvoll, hat er gesagt. Also meinst du, es reicht, ja? Ja. Ich hätte noch ein bisschen ausgehoben sonst. Nö. Der andere geht erst gar nicht so tief. Guck mal, je nach Wanderhase. Ja, dann wollen wir doch mal klingeln und unser Glück versuchen. Hi. Hi, Kathleen. Wir würden dich ganz gerne oder euch ne, zu unserem kleinen Grillfest einladen. Wir würden den Sommer ausklingen lassen, ein bisschen Abgrillen machen und euch natürlich auch zeigen, wie weit wir jetzt mit dem Hausbau gekommen sind. Ja, cool. Wann wollt ihr nochmal? Das ist am 22. Oktober. Am 22. Mhm. Genau. Gut, na dann bis dahin, wa? Liebe Grüße an der Männer. Mach ich. Ein Haus zu bauen an einem Ort sollte eigentlich eine Entscheidung fürs Leben sein. Das ist bis zum Lebensende mein Nachbar, der da wohnt. Wir haben das wirklich vorher nie so wahrgenommen, als zwei Männer, als zwei schwule Männer, die aufs Dorf ziehen. Mir ist es einmal aufgefallen bei unserem Richtfest, da war ein Nachbar da, der meinte, wo ist denn die Bauherrin? Und da meinten wir, Bauherrin gibt es in dem Sinne nicht, das sind wir beide. Und da meinte er kurz, oh. Und dann war aber alles, dann war das Eis schon gebrochen und dann war man gleich auf einer Wellenlänge. Ich warte auf den Maler, der mit mir durchs Haus gehen wird, eine Hausbegehung macht und dann einen Kostenvoranschlag für uns erstellt. Mahlzeit. Ein wunderschön. Hallo. Hi, Mario. Hi, Ingo. Christian. Mario, hi. Estrich ist seit zwei Wochen drin, ist jetzt in der Trocknungsphase. Gehen wir mal rein. Zeige ich euch mal das Haus. Muss man staunen, ja. Ja, naja, müssen wir gucken. Wir schleifen das erstmal hier alles und dann wird wahrscheinlich partiell, weil der Gipsputz ist jetzt nicht so toll. Aber wie gesagt, das muss man sehen, weil wir dann nachschleifen. Alles klar. Ja? Also ich würde sagen, wir machen... Also rundlich nochmal alles schleifen und... Das wird jetzt komplett geschliffen nochmal alles. Decken werden geschliffen alles und dann müssen wir gucken, was nachgespachtelt werden muss. Mhm. Dann wird das Vlies geklebt und dann streichen. Mhm. Ja. Alles klar. Na dann. Prima. Okay. Ciao. Genau, danke fürs Kommen. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Kommen. Ciao. Was ich an Berlin weniger mag, ist auf jeden Fall, dass Berlin schmutziger geworden ist. Und dann konnte man schon zusehen, dass
mittlerweile nicht nur eine Matratze vor der Haustür steht, sondern dass die Matratzen sich plötzlich stapeln und da der ein oder andere Kühlschrank sich auch dazu gesellt hat und dass auch gefühlt die Menschen irgendwie mieser und schlechter gelaunt sind. Guten Tag. Na, ihr alte Zeche Preller. Hallo. Genau. Heute treffen wir unsere Freunde, mit denen wir zusammen im gleichen Kiez gelebt haben. Das sind Timo und Steve. Die haben auch jetzt sich außerhalb ein Häuschen gebaut. Also, lass uns schon mal rübergehen. Ja, lass uns schon mal rüber. Wir haben halt deren Hausbau mit begleitet, auch von der Bodenplatte angefangen. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt begleiten sie uns. Hast du schon ausgesucht? Oder weißt du schon? Prost. Die alten Zeiten. Richtig, wir haben ja aktuelle Bilder mit, genau. Richtig, von unserem Haus. Das Tablet habe ich eingepackt. Zurzeit sehen wir unsere Freunde zu selten, viel zu selten. Dass die Freundschaften selber schon sagen, bei euch noch alles okay, was macht ihr, man hört zu wenig von euch, was einfach auch dem Stress und dem ganzen Drumherum geschuldet ist. Aber was sich dafür geändert hat, man trifft sich denn jetzt mit den Nachbarn, ne? Ja. Also beim Blumengießen, wenn wir gießen und die sitzen da und dann sagen sie, ach, kommt doch mal rüber auf den Wein. Das ist dann jetzt, wenn man vernünftige Nachbarn hat und sich mit denen klarkommt, dann trifft man sich halt wirklich in der Nachbarschaft. Und das ist halt, das hat sich halt dann schon nochmal auch neue Bekanntschaften und neue Freundschaften entwickelt, auch wirklich da mit denen, die da schon wohnen, ja. Genau, das haben wir auch schon gemerkt, ne, die Nachbarschaften. Das ist einfach von Anfang an, wo wir dachten, okay, wir gehen vielleicht ein bisschen auf Distanz, weil sie nicht wissen, woher kommen wir, sind wir jetzt irgendwo aus dem Westen, in Anführungsstrichen, die jetzt da ein Grundstück gesucht haben. Und dann haben sie auch uns beschnuppert, wir haben uns gegenseitig beschnuppert und dann haben sie gemerkt, okay, sind aus demselben Holz geschlitzt wie wir, die sind mega lieb. Wir denken, dass es schwierig wird in Zukunft, Verabredungen wahrzunehmen mit Freunden, einfach in Bezug auf, ja, wer fährt, wer kann eine Kleinigkeit trinken, das macht es schwierig. Die aktuellste Bauverzögerung ergibt sich durch den Nahversorger, also das sind die Gasversorger, Stromversorger und Wasserversorger, die kriegen es zurzeit nicht hin, jemanden rauszuschicken, um diese Zähler bzw. Uhren zu installieren. Seitdem die Aufheizphase nicht offiziell beginnt und der Estrich nicht angeheizt werden kann, ist es offizieller Baustopp. In der aktuellen Situation fühlen wir uns sehr alleingelassen, weil wir keinerlei Informationen kriegen, wann es weitergeht. Also allgemein freuen wir uns gar nicht mehr aufs Haus gerade. Als wir zu Stefans Mutti gezogen sind, da waren wir beide noch hochmotiviert. Wir haben uns gefreut. Uns hat der Arbeitsweg von über einer Stunde überhaupt nichts ausgemacht. Wir haben uns auf den Hausbau gefreut. Man konnte sehen, wie das Haus wächst und gefühlt jeden Tag noch mehr dazukommt. Und mittlerweile ist das so, dass die Motivation ziemlich am Boden ist. Mit der aktuellen Situation geht jeder von uns unterschiedlich um. Mario ist eher so, der seinen Frust auch gerne mal rauslässt und wo es auch teilweise Spannung zwischen uns gibt. Ich bin eher vom Typ her, der da sehr ruhig rangeht. Bei mir prasselt das immer alles zusammen und dann kann es schon mal vorkommen, dass ich dann explodiere wie so ein Vulkan, weil ich denke, das ist noch zu tun, das muss noch gemacht werden und dabei wollen wir gefühlt Ende des Jahres im Haus wohnen, im besten Falle zu Weihnachten und dann, klar, muss dann Stefan auch manchmal seinen Kopf hinhalten. Kriegst du die so? Ja. Geplant war ja heute Abend eine Hauseinweihung, kann man so sagen, mit Familie und Freunden und Nachbarn. Weil der ursprüngliche Plan war ja, dass der Umzug nun mittlerweile vonstatten gelaufen ist. Nun kam ja alles anders, als wir uns das gedacht haben. Wir haben jetzt einen kleinen Baustopp drin. Naja, nun machen wir alles einen kleineren Rahmen. Eins haben wir nicht, Feuerzeug. Lass mal schnell, Udo.
Guten Tag. Moin, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ja, eigentlich wollten wir jetzt ein bisschen, ja, eine größere Einweihungsparty machen, ne? Ja. Tatsächlich. Ja. Aber leider kommt es erst zu anders. Ja. Oh, machen wir noch eh, ne? Das ist ein Vorfeier. Erstmal zum Vorglühen. Ich meine, vom Feiern. Heute sehen Sie ja vielleicht schon als Verzögerung, wenn es sich um ein paar Wochen handelt. Wir haben monatelang auf den Dachstuhl gewartet. War Anfang 80er Jahre, also ja, andere Zeiten. Aber ich habe jeden Stein mindestens viermal in der Hand gehabt. Ja. Nicht wie heutzutage. Mhm. Die Leute kommen ja alle 14 Tage. Ja, genau. Und gucken, weit sind sie. Wir wünschen uns in Bezug auf unseren neuen Heimat, dass wir uns abends mit der Nachbarschaft auch mal zusammensetzen können, dass da einfach der Austausch schon näher ist, weil eben die Freundschaften, die direkten Freundschaften aus Berlin ja nicht mehr so greifbar sind. Ja, ein Klischee ist, dass die Berliner einfach ohne Auto fahren können. Also. Aber das stimmt aber. Die kommen einfach nicht aus dem Tee. Sobald keine Ampel mehr da ist, wissen sie nicht, was sie machen sollen. Stehen da und kommen die über die Straße. Und kommen in die Natur, ne? Weil es nicht so ist. Ja, halt mal auf da an wegen die Kraniche. Ach, Kraniche. Ja, man kann es ja auch eine Vollbremsung machen und dann immer auf Auto. Ja, ja, super. Ne? Hier zu leben bedarf ja mehr als irgendeinen Schrank einfach aufzubauen. Ja. Raus aufs Land. Wenn du wissen willst, ob Mario und Stefan es geschafft haben, noch vor Weihnachten in ihr neues Zuhause einzuziehen, das findest du in der ARD-Mediathek.